Heilung, Lektion 3. Ins Gedächtnis einprägen. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünden tot sind und jetzt leben können. Wie es Gott gefällt, durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. 1. Petrus 2, 24. Wie man die Errettung erhält. Die Religionen komplizieren die Errettung. Und zum Teil nutzen sie sogar die Schrift, um dies zu tun. Aber Errettung zu erhalten ist ganz einfach. Und wir finden dies heraus, indem wir zum Wort gehen und das ohne Vermittler. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1,12. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Johannes 1,1. Alle, die Jesus erhalten haben, das heißt das Wort, haben das Recht errungen, Gottes Kinder zu werden. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird immer auf ihm lasten. Johannes 3,36. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16. Gott hat seine Liebe an eine Welt geschickt, die unter seinem Zorn liegt, weil diese Gott mit dem Teufel ersetzt hat. Adam und Eva und auch wir waren unter der Herrschaft von Gott, aber wir haben uns unter diese vom Teufel gesetzt. Und so haben wir den Zorn Gottes auf uns gezogen. Als Adam und Eva die Frucht im Garten Eden gegessen haben, war es nicht ein Apfel oder eine Birne, sondern wenn ihr diese Frucht isst, werdet ihr wie Gott werden. Es ging darum, den Platz Gott zu übernehmen, somit ein Staatsstreich. Als Adam und Eva Satan auf den Thron Gottes setzten, war es etwas wie im 53, als die Rosenberg, zwei amerikanische Kommunisten, atomare Geheimnisse den Russen übergaben. Und dafür zum Tode bestraft wurden auf dem elektrischen Stuhl. Menschen haben diese Gesetze und diese Rechte, aber wollen diese nicht Gott geben. Adam und Eva haben die verbotene Frucht gegessen, weil sie sich auf den Thron Gottes setzen wollten, mit dem Teufel und die Kontrolle des Himmels übernehmen wollten. Das erklärt, warum der Zorn Gottes auf der Welt ist. Aber in seiner Liebe hat er Jesus Christus auf die Erde geschickt, um uns zu retten, vom elektrischen Stuhl. Geschwister, merkt euch diese Schriften, denn sie sind sehr, sehr hilfreich zum Evangelisieren. Es ist leicht zu erkennen, wer in seinem Herz schon vorgesehen hat, den Herr zu verlassen. Das ist der, der schon vorsieht, nicht zu evangelisieren. Das heißt, wenn er hört, nimmt er keine Notizen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Matthäus 13, 4. Der Bauer ist der Menschensohn. Der Samen ist das Wort. Der Teufel vertritt die Vögel im Vers, der das Wort stiehlt. In diesem Moment ist ein Samen in dein Herz gesetzt worden. Und wenn du nicht alles tust, um ihn zu erhalten, dann wirst du ihn auch nicht weitergeben wollen. Und dafür wirst du vom Herrn auch keinen Segen erhalten. Das ist die Wahrheit. Wenn du nicht vorsiehst, zu bekehren, dann hast du schon die Krone verloren. Aber verzweifle nicht, du kannst es immer noch bereuen. Wie kann ich sicher sein, Jesus erhalten zu haben und somit auch das ewige Leben? Von den Früchten. Es wird eine Änderung in deinem Leben geben. Diese kann schrittweise kommen oder auch ganz schnell. Wenn du zuvor gequält gewesen bist, wirst du Frieden haben. Bezeugnis von Bruder Giuseppe. Ich war 25 Jahre alt und war ein Hippie. Ich rauchte Marihuana und ich war auf der Suche nach Mädchen. Als ich den Herrn getroffen habe und er mit mir gesprochen hat, habe ich den Heiligen Geist erhalten. Und ich habe sofort begonnen zu evangelisieren. Ich hatte eine vollständige Veränderung und bin von allen Geistern des Teufels gesäubert worden. Die Früchte haben mich somit versichert, dass ich errettet worden bin. Eines Tages habe ich Jesus gesagt,
Ich möchte sterben und in den Himmel kommen. Ich wünsche mir nichts anderes, als bei dir zu sein. Ich war in London auf einem Platz, wo es tausende von Personen gab. Und er hat mir gesagt, zuerst möchte ich, dass du meine Nachricht auch all diesen Personen bringst. Somit habe ich sofort damit angefangen, um ihm zu gehorchen. Einige Male gut, einige Male weniger gut. Vermutlich eher weniger gut als gut. Aber gelobt sei Gott, bin ich immer noch auf dem Platz. Ebenso werdet ihr falsche Propheten an ihren Früchten erkennen. Matthäus 7,20. Um errettet zu werden, braucht es keine Wassertaufe. Tatsächlich sehen wir in den Apostelgeschichten Kapitel 8, dass Petrus einen Mann, der Wasser getauft ist, verflucht. Unter ihnen auch der Zauberer Simon. Nach seiner Taufe begleitete er Philippus überall hin und sah dabei voller Staunen die großen Zeichen und Wunder, die geschahen. Simon hatte dies alles gesehen. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verhelft auch mir dazu, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Doch Petrus wies ihn zurecht, fahr zur Hölle mit deinem Geld. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenke kaufen kann? Apostelgeschichten 8,13 und 8,18-20. Die Errettung erhält man so. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer 10, 9 und 13. Ihnen gebe ich das ewige Leben, und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand entreißen. Johannes 10, 28. Um Errettung zu erhalten, müssen wir mit dem Mund beichten und von ganzem Herzen glauben, dass Jesus der Herr ist. Und es gibt keinerlei Gebet, das man wiederholen muss. Du kannst auch nur so sagen, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich halte dich jetzt in meinem Herzen, Jesus. Ich erhalte deine Errettung. Taufe mich mit deinem Heiligen Geist. Wenn du ganz ehrlich bist, dann erhältst du die Rettung und auch den Heiligen Geist. Beten wir im Namen von Jesus Christus. Und wenn ihr krank seid, mit einem bisschen Glauben wird der Herr euch heilen. Im Namen Jesus Christus, Geschwister, die ihr nicht sicher seid, errettet zu sein, und der Teufel oder die Religiösen euch sagen, dass ihr zur Hölle fahrt, wendet euch an Jesus, denn in Römer Kapitel 10, Vers 9 sagt es, dass wenn du mit dem Mund Jesus als Herr beichtest und mit dem ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckt hat, bist du errettet. Wir erkennen dich, Jesus, als unseren Herrn und dass du für uns auf dem Kreuz gestorben bist. Du bist gekommen, um uns zu retten und nicht, um uns Krankheiten zu schicken oder sogar zur Hölle. Befreie uns von den Religionen, von den Hexereien, inklusive der christlichen, von einigen Kirchen, die zu 100% Lügen erzählen. Herr Jesus Christus, trenne uns von den Kirchen, von Laodicea, die voller böser Geister ist. Und wir danken dir für all die guten Kirchen, welche nur Jesus predigen und nicht Lehren von Menschen. Herr Jesus Christus, hilf uns, die Bibel zu verstehen und sie zu predigen. Erlöse uns von den falschen Propheten. Und das im Namen Jesus Christus. Amen. Jesus, ich erhalte dich in meinem Herzen, in meiner Seele. Rette mich. Danke, dass du für mich auf dem Kreuz gestorben bist. Jesus, ich bitte dich, erfülle mich. Taufe mich mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte keinerlei Geister vom Teufel. Ich möchte nichts, was nicht von Jesus Christus ist. Ich möchte zu Jesus Christus gehören. Ich lege mich auf den Altar wie Isaak. Wenn du willst, dass ich sterbe, werde ich im Glauben sterben. Wenn du willst, dass ich lebe, werde ich zu deinem Ruhm leben. Ich werde leben, Herr, nicht für meine Karriere. Mein Geld, meine Schule, mein Diplom, meine Welt.
für die Gegenstände, die ich besitze, sondern ich will für dich leben, Jesus. Benutze mich, Herr, für deinen Ruhm. Ich möchte dich ehren. Ich möchte, dass du dich von mir geehrt fühlst. Ansonsten würde ich es vorziehen, zu sterben. Ich werde nicht die Welt vor dich setzen. Ich werde keine Pornografie, kein Fernsehen, kein Geld, nichts, auch meine Familien vor dich setzen. Meine Familie kommt nach dir, Jesus. Taufe mich mit deinem Heiligen Geist. Hilf mir, die Schrift zu lesen und sie zu verstehen und sie, wie ich kann, weiterzugeben. Aber ich kann alles durch dich, der du mich stärkst. Philipper 4,13. Danke und aller Ruhm gehört dir, der heute mein Leben ändert. Auch wenn viele von uns errettet waren, will ich heute wachsen, Herr. Und ich will mich dir nähern. Ich möchte dich mehr lieben. Ich möchte mehr Gemeinsamkeit mit dir haben, Herr. Ich möchte kein heuchlerischer Prediger sein, ein Pharisäer. Ich möchte dein Wort weitergeben. Ich möchte nicht, dass die Leute mich sehen, Herr, sondern dich. Und ich bitte dich, dass du mich von allerlei Krankheit heilst, welche vom Teufel kommen. Und alle Krankheiten, die ich selber verursacht habe, aufgrund meiner falschen und schlechten Gewohnheiten. Mir und jedem Bruder oder jeder Schwester, die glaubt, erhalten wir in diesem Moment die Heilung. Ich schicke dich fort, Satan. Geh weg von hier mit allen Krankheiten. Ich gehöre nicht zu dir. Ich gehöre zu Jesus Christus. Ich bin Christus Tempel. Geh weg. Ich bin gesund. Allerum an dich, Jesus. Halleluja.